Hallo Pferdeleute, ich habe erstmal eine Bitte an euch und wollte euch bitten, dass ihr die Playlist spielt, die ich euch unten in der Infobox verlinkt habe. Jetzt mal zum Hintergrund. Und zwar wisst ihr ja mittlerweile, dass YouTube die Nutzungsbedingungen für die Monetarisierung geändert hat. Also, das bedeutet, man braucht 1000 Abonnenten, die haben wir mittlerweile, und man braucht 4000 Stunden Watchtime. Und ich habe das vertauscht. Ich dachte, man braucht 4000 Minuten, die hatte ich locker und habe jetzt 3 Tage vor Toresschluss, also morgen läuft die Deadline aus, erst geblickt, dass es Stunden sind. Man wird langsam alt. Jetzt kann man natürlich nicht mehr so viel machen, deswegen Content ändern kann man in 4 Wochen eh nicht, schon gar nicht für 3 Kanäle. Und die einzige Chance, um die Monetarisierung zu erhalten, ist halt, dass ihr diese Playlist im Hintergrund laufen lasst, Ton aus, macht was anderes. Entweder seid ihr in einem anderen Tab auf Facebook oder ihr könnt auch reiten gehen, weil die laufen da ganz alleine. Da müsste man den Computer nur einstellen, dass der auf nie geht. Wir haben das hier auch. Wir haben den PC am Laufen, wir haben beide Laptops am Laufen. Auf dem Handy versuchen wir es teilweise auch und auf dem Tablet, was meine Mutter uns geliehen hat. Meine Mutter lässt sie auch laufen, weil wir haben da eben nur 3/4 dieser Watchtime. Das Dumme ist, ich hatte sie nämlich eigentlich, weil ich vor exakt einem Jahr ein React-Video im Zirkuskanal hatte und jetzt verliere ich mit jedem Tag Wiedergabezeit, weil das lief damals total gut. Jetzt ist es halt so, kriegen natürlich die Leute mit, dass man einerseits Abo für Abo gemacht hat und andererseits auch jetzt hier um diese Playlist die Leute bittet, die einen mögen und dann heißt es immer, wenn man dann so einen schlechten Content hat, hat man halt keine Abos. Und dazu möchte ich jetzt auch mal was sagen. Also erstens habe ich 3 Kanäle. Der eine Kanal, der große, der hat's ja. Ne? Der hat ja die Wiedergabezeit sowieso von Anfang an gehabt. Da habe ich den Content auch geändert und habe dann auch jede Menge Leute aus dem Bekanntenkreis, aus den auch Zuschauer der Videos, ne? Weil die, auch wenn du nicht nur die 500 Abonnenten oder 550 Abonnenten hast, hast du ja anscheinend doch Leute, die das gucken und die mir dann gesagt haben, oh, ich hatte dich noch gar nicht abonniert. Ne? Die angerufen haben, oh ja, das muss ich machen, ich habe gar keinen Google-Account, solche Sachen. Also Fans und Zuschauer hat man ja. Es geht hier um die Unterkanäle. Und die habe ich damals erstellt aus guten Gründen, weil ich einfach dachte, es gibt Leute, die interessieren sich fürs Natural Horsemanship. Die sind im Hauptkanal genau richtig. Da geht es halt nur ums Natural Horsemanship im Großen und Ganzen. Dann gibt es Leute, die interessieren sich nicht so sehr fürs Natural Horsemanship, was natürlich eigentlich ist Horsemanship immer die Grundlage für alles, aber die interessieren sich erst fürs Westernreiten oder verfolgen halt einfach die Turnierlaufbahn von der Larissa. Und wir wollten gerne einen Kanal haben, wo diese ganzen Turniervideos kommen, weil das sonst so konzeptlos ist. Und dann haben wir noch gedacht, unser Logo hat Natural Horsemanship, Westernreiten und Zirkuslektionen. Da machen wir eben dem Logo gemäß einen dritten Kanal über Zirkuslektionen und der heißt Zirkus und Vlog, damit man auch mal so Videos hat für unsere kleinen Reitschüler, die sehen, wenn die Pferde auf der Wiese sind, die mitgekriegt haben, wir haben Katzenbabys. Wir haben ganz viele Videos von einem Welpen und einer Katze, wie die richtig kämpfen hier in diesem Kanal. Das passt einfach nicht in diesen Horsemanship-Kanal. Ich fand es aber wichtig, dass das da ist. Jetzt kann man das natürlich nach wie vor machen, kriegt dann halt kein Geld. Aber auf der anderen Seite ist so ein Kanal ja auch im Wachstum. Und im ersten Jahr wirst du nicht gefunden. Und jetzt endlich werden wir gefunden. Wir werden unsere Videos in der Seite angezeigt. Das war die ganzen letzten 2 Jahre gar nicht so. Und dementsprechend hast du natürlich weniger Einnahmen, aber man merkt, es geht aufwärts. Und wir haben für den großen Kanal ein Sponsoring, was für uns natürlich auch das Signal war, dieses Sponsoring. Jetzt machen wir da auch richtig hochwertigen Content, haben Videos, die geschnitten sind, haben Videos, wo man auch in der Kamera erscheint, wenn man was erzählt. All diese Sachen, wie man Videos halt macht, wir machen die dann im Movie Maker mit einem Vorspann, mit einem Nachspann. Da hatten wir davor immer nur so Ausnahmevideos. Wir hatten in der Regel Videos, die waren ungeschnitten, die waren ohne Intro, die waren teilweise mit schlechtem Ton auch immer mit dem Handy gemacht. Hier filme ich ja auch mit dem Handy, mit nicht geputzten Pferden, mit nicht geschminkten Darstellern, sage ich jetzt mal. Teilweise war ich halt hinter dem Handy, habe erklärt und die Larissa hat es gemacht. Wir haben halt einfach gedacht, wie kann man mit wenig Aufwand Videos machen, die Leute auch interessieren. Da hat man natürlich nicht so ein Riesenpublikum. Es geht ja nicht immer nur um Masse, nicht immer nur um Quantität, sondern auch um Qualität. Aber wir haben ja mit diesen schlechten Videos in diesem Horsemanship-Kanal 550 Abonnenten ohne Abo für Abo gewonnen. Und dann kommt der Schock am 20. Januar, wir kündigen alle kleinen Kanäle und dann kriegt ihr keine Werbeanzeigen mehr. Und man hat schon nicht so viel Mühe reingesteckt wie die Erfolgreichen. Ne, das ist schon so. Wenn einer 37.000 Abonnenten hat, das ist so das, was
zwei, drei Leute hier im Pferdebereich auch haben, die mir so einfallen, dann hat man auch die Videos schön geschnitten. Dann kommt Schnitt für Schnitt, das wird lieber gesehen. Ne? Aber für jemanden mit eher meistens ungeschnittenen Videos finde ich es 550 auch nicht schlecht. Und ich war damit glücklich. Und ich war auch mit den 30 Euro im Monat glücklich. Ich habe gedacht, das wächst. Ne? Aber ganz ohne Mühe ist auch das nicht. Es ist jetzt nicht mal ebenso gemacht. Man muss die dann auch hochladen übers Handy. Man hat auch immer mal ein React-Video gemacht. Man hat auch immer mal ein Lehrvideo gemacht, was man geschnitten hat. Und das sind Stunden Arbeit, die dahinter stecken. Für 30 Euro im Monat, das ist nichts. Und jetzt ist es ja dann so, wenn die das dann kündigen, das Geld ist eingefroren für den Kanal. Da kommt man dann nicht mehr dran, bis man es geschafft hat. Ne? Man hat ein bisschen Geld verdient und das liegt dann so. Müsste sonst den Kanal kündigen. Oder aber es ist auch so, man kann das weiterlaufen lassen, muss das aber dann komplett neu beantragen. Ne? Also gut, mein AdSense-Konto wird nicht weggehen, weil ich habe ja einen Kanal. Ne? Das ist ja schon mal so ein Vorteil. Aber trotzdem, ne? Es ist halt sehr, sehr bedrohlich. Also greift man zu Mitteln, zu denen man sonst nie greifen würde. Man hat eben nur diese 4 Wochen. Ich habe für einen Kanal hochwertige Videos gemacht, das, was bei dem Wetter eben machbar ist. Und jetzt im Turnierkanal, im Westernkanal, irgendwas zu filmen bei dem Boden, entweder ist es Matsche gewesen oder wir haben Frost, da können wir keine Videos machen im Turnierkanal. Zirkusvideos haben wir jetzt ja in den großen Kanal schon verlegt, aus dieser Not heraus. Ne? Das sind wir ja schon umgezogen mit. Aber was mich dann so richtig aufregt, sind dann halt Leute, die, wenn ich dann zugebe, okay, ich habe Sub for Sub gemacht, ich habe Abo für Abo gemacht, weil es eine Notlage war, weil man es nicht gewusst hat, weil man keine Zeit hatte, sich darauf vorzubereiten und weil ich bereits Mühe investiert habe und weil ich auch eben Leute habe, die mir immer wieder sagen, ich finde deine Videos ganz toll. Ne? Es mögen keine 37.000 sein, ne? Aber es sind eben doch die 550 und die, die mich geguckt haben, obwohl sie es nicht abonniert haben. Das gibt es ja nur auch, die mal auf Facebook auch folgen, wo ich die besten Videos ja dann doch immer mal teile. Das zählt ja auch, ne? Weil Watchtime hatte ich, zumindest im großen Kanal. Gut, und dann, wenn dann diese Leute unter so einem Video, wo ich es zugebe, sagen, also große Video-YouTuber sehen das ja nicht so gerne, wenn man den Sub for Sub macht. Ja, mein Gott, kein Mensch ist zu denen in ihren Kanal gegangen und hat gesagt, bitte abonniere mich. Da sind extra Foren, genau das habe ich in dem Video gesagt. In diesen Foren sucht jeder Sub for Sub, also man belästigt keinen. Niemand tut das weh, aber man muss sich ja irgendwie drüber aufregen. Und wenn dann diese Frau, die einen erfolgreichen YouTube-Kanal im Pferdebereich hat, mit 37.000 Abonnenten, aber auch schon einige Jahre das macht, ne? Dann irgendwie auch noch sagt, ja, ich habe meinen Kanal ja erst monetarisiert, als ich 3.000 Abonnenten hatte. Vorher hat mich das gar nicht interessiert. Finde ich das sowas von arrogant und das regt mich so auf, dass einer so von oben herab ist, gönn es doch, ne? Also ich bin in manchen Sachen, bin ich auch erfolgreich, habe einen Blog, wo, also sagen wir mal, auf der Homepage, wo alles zusammenläuft, habe ich jeden einzelnen Tag 500 Aufrufe, muss da keine Werbung für machen. In meinem großen Horsemanship-Blog, da habe ich auch jeden Tag mehrere hundert Aufrufe. Da sind es vielleicht dann 200 im Schnitt, aber immerhin, die kommen auch einfach so. Wenn ich da was teile auf Facebook, dann habe ich zwischen 2.000 und 50.000 Aufrufe bei diesen Beiträgen. Aber ich würde niemals hergehen und bei seinem kleinen Blogger sagen, ach ja, dann liegt das wahrscheinlich an deinem Blog. Ja, weil auch kleine Blogs haben ihre Berechtigung und auch kleine YouTube-Kanäle haben ihre Berechtigung, weil so ein Fischer, der einen Kanal übers Fischen hat, der hat nicht so viele Aufrufe und nicht so viele Abonnenten. Aber wenn der jetzt gar kein Geld mehr dafür kriegt, dann macht das nicht mehr. Politische Sachen. Ne, da gibt es halt Leute, die haben eine Meinung, die hat ein gewisses Publikum, aber es gibt auch Meinungen, die haben das Publikum nicht, aber die wollen wir doch auch haben. Wir wollen doch Vielfalt haben. Ne, und das macht YouTube im Grunde genommen kaputt, weil man, wenn man die Chance verliert, Geld zu verdienen, auch wenn es jetzt nur die 30 Euro im Monat sind, man sich diese Mühe nicht mehr gibt. Ich finde das nicht in Ordnung von YouTube. Und YouTube bringt ja diese Argumentation, wenn man guten Content hat, dann kommen die Abos und das Geld von ganz alleine. Das schrieb mir diese Horsemanship-YouTuberin auch dann darunter. Ne, ich habe jetzt in diesen Blogs gesehen, wo viele Leute, die es nie gemacht haben mit Sub for Sub, und das sind dann auch die ehrlichen Leute. In anderen, wenn man auf so eine YouTube-Seite geht, Sub for Sub, die abonnieren dich und nach 3 Tagen nehmen sie das Abo wieder weg. Aber da waren in diesem Blog wirklich ehrliche Leute. Ich habe mir die Videos dann teilweise mal angeguckt, die haben sich Mühe gegeben, die haben super Kameras, die haben super Ton, die haben geschnitten und all diese Sachen. Und sie haben es trotzdem nicht geschafft, weil es mehr wird, weil es sich potenziert.
Leute, die auf YouTuben. Wer vor 4, 5 Jahren angefangen hat, der hatte diese 2 Jahre Vorlaufzeit und ist in diesen Wahnsinnsrang ja gar nicht reingekommen. Aber wer jetzt nachrückt und sagt, ich will es jetzt auch machen, halt, der hat auch ein Recht darauf. Und der hat auch ein Recht darauf, dann in so einer Zeit von diesen 4 Wochen zu sagen, boah, da gibt's eine Deadline und jetzt mache ich mal was, was ich sonst nie mache und bitte euch, helft mir. Zum Beispiel, indem ich jetzt gesagt habe, bitte, bitte guckt diese Playlist für mich. Und dass ich das Recht dazu habe, da kam natürlich, ich habe das in meinen eigenen Facebook-Gruppen geteilt. Bitte könnt mir helfen. Und gleich kommt ein Kommentar. Ja, das ist aber arm. Ich gucke mir ein Video nur an, wenn mich das interessiert. Ja, das darf sie ja auch. Aber ich darf die Leute, die mich mögen und die das anerkennen, dass ich diese Facebook-Gruppen mache. Und dass ich, das war jetzt eine Parallel-Friends-Gruppe, ne? Und dass ich da auch die ganzen Unterrichtsmaterialien sammeln, die es umsonst gibt. Und da in Dateien tun für die Gruppe. Das mache ich ja umsonst für die Leute. Wenn die mir dann auch mal was zurückgeben. Oder hier die Leute, das tun die ja alle, die meine Videos gerne gucken, die lassen die Playlist laufen, auch wenn die bisher nur einen großen Kanal geguckt haben. Ne? Die sagen dann halt damit Dankeschön, im großen Kanal kann man total viel lernen, auch wenn es der Ton nicht gut ist, auch wenn es nicht geschnitten ist und das nicht so scharf ist. So, ne? Die können trotzdem was lernen und die sagen halt, und für diese Arbeit, die du machst, bedanke ich mich, indem ich die Playlist gucke. Wer sich dann nicht angesprochen fühlt, der ist auch nicht gemeint und der braucht es auch nicht zu gucken. Ich zwinge da niemanden, ich schmeiße auch keinen aus meinen Gruppen raus, wenn er mich nicht unterstützt. Aber solche Sprüche, das regt mich richtig, richtig auf. Und ich hänge euch jetzt hinten dran die Playlist, die ihr mit guckt. Und ich hänge euch hinten dran dieses Video mit dem Sub for Sub, wo ich das zugebe, was ich gemacht habe, weil das finde ich dann richtig mies, weil es gibt auch andere, die kaufen Likes, die kaufen Abos. Die machen das auch über Sub for Sub, die haben auch Unterkanäle gemacht, also das denke ich mal, dass das viele machen, ne? Ich weiß natürlich nicht wer, aber die meisten stehen doch nicht dazu. Und dann finde ich einfach so Ehrlichkeit hier auf unserem Kanal, das ist auch was, was eine Berechtigung hat. Ehrlichkeit auch in dem, dass ich nicht geschminkt vor die Kamera gehe, damit ich schön lieb und nett aussehe, dass ich ungeputzte Pferde habe bei meinen Videos, dass ich die Welt zeige, so wie sie ist. Ne? Und die, die es mögen, das muss keine Mehrheit sein. Für die ist das gut. Gut, wir brauchen jetzt 1000. Halt, ne? Aber es ist, ich brauche keinen 40.000 Abonnentenkanal. Egal. Ich wünsche euch Spaß. Schön, bis zum nächsten Mal. Das muss ich rausschneiden.